Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K17, meine Herren, mit Orlando Silva, der krasse Dude hier, nicht vergessen, Courage Folge 4 zu gucken, featuring Orlando Silva beim kurzen Auftritt, plus Vincenzo Cocotti, ein wunderbarer Topstar, den ihr lieben werdet. Vertraut mir auf dem GWF YouTube-Channel, aber wir haben uns jetzt entschieden, da wir mittlerweile auf Platz 5 sind in der Rangliste, dass wir einfach mal probieren, den Champion nochmal herauszufordern, und zwar Jason Jordan. Dieses Vorhaben basiert auf einer Aussage von dem guten Tobias hier im Chat, der einfach mal meinte, dass er mit Platz 5 keine Probleme hatte, den Champion herauszufordern und dann ein Titelmatch bekam. Ob das wirklich der Fall ist, probieren wir einfach mal aus. Obwohl wir jetzt wochenlang versucht haben, Samoa Joe anzugreifen und gegen den wir heute beim Main Event ein Match bestreiten dürfen. Ach Gott, Samoa Joe, wollten ihn so lange und jetzt brauchen wir ihn doch nicht mehr. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Es ist unglaublich. Ich werde von Black Xeno im Stream im Chat gefragt. Franz, was war das Dümmste, was dir passiert ist? Das ist eine schwierige Frage, auf die ich aktuell leider keine Antwort habe. Das Gute ist nämlich, umso weniger man rausgeht, umso weniger öffentlich peinliche Erlebnisse hat man. Außer man ist im Stream die ganze Zeit. Ich weiß nicht ganz. Was war das Dümmste, was dir passiert ist? Schwierige Frage. Fällt mir jetzt leider nicht so ein. Vielleicht, falls jemand irgendwelche Stream-Erlebnisse hat, kann er die gerne posten. Aber ansonsten, so, du meinst ja wahrscheinlich dann so öffentliche Sachen. Ich weiß es nicht. Nee. I don't know. Der Prank, ja. Richtig krasser Prank, der gerade im Chat hier passiert ist. Hatte kurz Werbepause gemacht. Haben dann die Leute nach der Werbepause geschrieben: Haha, Franz ist doof. Richtig krasser Prank. Immer wieder gut. So. Dann werden wir mal Samoa Joe ein bisschen abbieten. Beat up Samoa Joe. Richtig. Wow! Die Animation kenne ich ja noch gar nicht. Ist die neu? Oder wurde die mit per Woll gewaschen? So. Ich glaube, er gibt dir wieder so wie in jedem Walk-In. Ich glaube auch, Franz, machen wir eine Challenge mit Martin und der Verlierer muss sich vom Gewinner eine Glatze schneiden lassen. Haha, lustig. Haha, richtig witzig. Lustig. Nee, sorry. Da sind mir meine Haare noch zu kostbar, auch wenn mir die richtig ausfallen. Die ganze Zeit, meine Haare fallen mir nur aus. Und wisst ihr warum? Weil ich meine Haare nicht pflege. So, schreibt mal in die Kommentare, wie lang eure Haare sind. Und warum ihr die Haare so tragt. Wenn ihr euch fragt, warum ich so dumme Fragen stelle. Hey, wir sind hier bei Franz Zockt. Dummheit wird hier groß geschrieben. Und immer groß, damit ihr euch das auch für die Zukunft merkt. So, Franz, was hörst du für Mucke? Haben wir direkt wieder hier die Konversationsausgabe Nummer 1, so ein Mini-Lappen-Alarm. Hashtag 2K17-Alarm. Ja, was höre ich so für Mucke? Schwierig. Schwierig zu kategorisieren. Ich habe eher den Musikstil, dass ich verschiedene Bands mag. Und nicht Genres, weil ich zu faul bin, neue Genres oder Musik in eigentlich gemochten Genres mir anzuhören. Also aktuell höre ich viel von der Band Goldfinger, wie der Goldfinger. Die sind eigentlich am bekanntesten für ihren Song Superman, der des Öfteren gespielt wurde bei Tony Hawk Pro Skater 2. Damals noch, auf den ganzen alten Konsolen. Und Fettes Brot, weil ich eigentlich die schon mein Leben lang gehört habe und das gerne, was heißt mein Leben lang, ziemlich ein kleiner Bengel bin. Und die höre ich immer noch gerne. Coole deutsche Hip-Hop-Band, die nicht einen auf Gangster machen. So, ansonsten, jetzt sind schon schwierig, WWE-Themes manchmal oder irgendwelche Wrestling-Themes. Ja, und allgemein, früher habe ich auch viel Hardstyle gehört, wegen Jumpstyle und so. Kann ich mir gelegentlich immer noch gerne geben. Aber alles andere, so diese ganze Pop-Kacke in den Charts aktuell, hier tausendmal
Dings drüber. Hier, wie heißt es nochmal? Autotune. Und dann, Hauptsache so simpel wie möglich die Texte. Das ist ja doch nicht so mein Style. Nee, dann höre ich den lieber auf. Oder richtige Trash-Mucke. Also wenn dann richtig durchziehen und sich dann richtig über seine eigene Musik lustig machen, dann finde ich es wieder lustig. So wie Ralf Ralle Petersen und Huck Norris hier. Oh Baby, alles wird aus Huck gemacht. So, das ist ja auch so meine Musik, wo man einfach bloß Trash-Musik oder Thomas Tulpe. Mutti, 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 bitte, 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 schmier mir eine Schnitte, schmier mir eine Schnitte. Solche Musik. Wo ich eine Feier dabei. Ja. Panda 4, eigentlich kein Problem mit denen, aber von denen höre ich eher weniger Songs. So. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Leute. Komm, machen wir. Vielleicht bin ich auch ein Bot, der euch ausfragt nach all euren Musikgeschmäcker, damit ich diese Informationen an Werbekunden weiterverkaufen kann. Who knows, who knows? Oder seid ihr eher von der Schiene, ja, ich höre nur YouTuber-Songs. Durchgehend, online. Was gibt's noch? Das ist dein letzter Sommer. Oh ja. Immer ja. Oder was gibt's denn noch für YouTuber-Songs? Photoshop war ein Joke. Ich war, hey, was? Oder so? So, warum mache ich denn diese Kacke überhaupt? Das mischen es eben. Was gibt's denn noch für YouTube-Songs? Ich kenne leider nicht so viele. Ja, aber Titi ist schon von der älteren Schiene, ne? Die sind jetzt auch schon nicht seit 3-4 Jahren oder so nicht mehr aktiv. Nee, seit 2 Jahren oder so, ne? Anderthalb Jahren. KS Freak. Und den kenne ich ja leider null. Also, was ist leider? Ich glaube, es ist ganz gut so, wa? Ich kenne ja wirklich null. So, Ape Crime. Ja, was haben die nochmal für krasse Songs gemacht? Ha, gar kein. Ape Crime. Wen gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Nicht alle YouTuber-Songs sind low. Nur die von den Beliebten. Hier ist noch Alexi Bexi. Der ist eigentlich voll der coole Dude. Aber manchmal denke ich mir auch, dass er seine eigenen Prinzipien bricht. Oder auch nur bestimmte Klischees bedient, obwohl er es eigentlich besser wissen sollte. Ich weiß es nicht. Zum Beispiel, der gute Alexi Bexi. Schade, dass der Torben gerade nicht da ist im Chat. Alexi Bexi hatte irgendwann mal einen Tweet rausgehauen von wegen blablabla, Stream, blablabla. Und hat Torben, einer meiner Mods und einer meiner Superfriends, ihm hingewiesen auf die wunderbare Streaming-Plattform b.pro/verzockt. Nein, auf b.pro allgemein. Die beste Streaming-Plattform. Ganz klar. Und dann schreibt er tatsächlich zurück, sorry, sehe keinen Vorteil darin, oder keine Vorteile gegenüber Twitch. Wo ich mir denke, okay, du hast dir die Plattform wahrscheinlich 2 Sekunden angeguckt und hast null Plan. Obwohl du jemand bist, der sich eigentlich sehr ausgiebig informiert, bevor er irgendwelche Meinungen abgibt. Und das fand ich denn doch schon schade. Aber ich verzeih dir. Alex, ich verzeih dir. Niemand äußert sich kritisch über meine Streaming-Plattform, die ich so unterstütze. Nein, alles cool. So, jetzt machen wir mal ganz schnell. Ah, jetzt habe ich keine Connor-Slots mehr. Mit wem würdest du dich gerne fusionieren? Egal mit wem, kann auch von einem Film oder von Serien sein. Ach, natürlich mit Greymon von Digimon. Machen wir. Warte mal, wer bin ich nochmal? Ich bin der Blaue, ne? Fuck! Achso, ich habe keine Stamina, deswegen ist es gerade so scheiße. Oh Gott, ein Glück. Mit Greymon, dann wäre ich Framon oder so. Oder Garurumon oder so. So. Agumon digitiert zu Greymon. Greymon digitiert zu Metall Greymon. So. Oder so, ne? Nein, ey. Ach, scheiße, ich hasse das. Dieses Submission-System. Ich versuche doch hier nur irgendwie zu überleben. Geht das nicht? Ach, scheiße. Nein. Nein. Komm. Ach, gut. Mann, ey.
Ich habe immer noch nicht geschafft, die aktuellen Digimon-Folgen auf Japanisch zu Ende zu gucken. Mir fehlen noch zwei oder so. Guckt ihr Digimon? Habt ihr Digimon geguckt? Wow, was für eine wunderbare Aktion von Orlando selber! Wow! Amazing! So. Ah, wie heißt das nochmal in Staffel 4? Ich muss ja sagen, ich fand Staffel 4 mit am coolsten. Ich fand eigentlich die ersten vier Staffeln alle super. Haspere Digitation zu. Ich fand das richtig cool als kleiner Bengel in Staffel 4 von Digimon. Das sind ja die Digitamer, oder wie die heißen, selber digitiert zu Digimon. Und das fand ich damals richtig cool. Ich wollte auch immer Digimon werden. Als ich klein war, wollte ich, wenn ich groß bin, immer ein Digimon werden. Das war toll. Das war toll. So, und dann machen wir jetzt, guck mal, machen wir hier noch schön Linksklatsche. Anti-Lade-Klatsche. Wir stehen auf, wir drehen auf, wir halten fest zusammen. Jeder von uns wird ein Kämpfer sein. Wir stehen auf, wir drehen auf. Gemeinsam sind wir stärker und werden die Welt befreien. Die Welt. Es ist schon so viel geschehen, doch unsere Reise muss weitergehen. Denn das scheint der Weg zu sein, doch das Ziel ist klar. Das kann man sehr gut auch auf dieses Match, wie gesagt, abpausen, nein, transponieren, nein, auch falsche Wort, wie heißt das Wort, anwenden. Ach, schön. Ach, schön. Samoa Joe, seid ihr bereit? Gekontert. Wie ein echter Pro. Machen wir noch ein DDT. Ach, schade. Aber er hat jetzt keine Slots mehr, ne? Natürlich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. No. Hm. Schwierig. 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 Freunde. Magst du Dragon Ball Z, Z, Z? Ich habe kein Problem mit Dragon Ball. Problem ist nur, ich habe es nie längerfristig geguckt. Habe jetzt auch leider keine Lust, das anzufangen. Ja, das ist meine Meinung zu Dragon Ball. Ich glaube, bei Dragon Ball, da seid ihr bei Martin besser aufgehoben. Wenn es um Digimon geht, da könnt ihr mich fragen. Ach, schön. Ach, ja. So, wir haben 4 Sterne. Ich will ja eigentlich plötzlich 5 Sterne wieder kriegen. Damit wir schneller in der Rangliste vorankommen, falls das mit dem Championship-Match nicht so klappt, wie ursprünglich gewollt. Fuck, fuck, bitte jetzt Ninja Move kontern. Danke. Alles gut, alles gut. Kurz ein bisschen Stamina tanken und dann, zack, wunderbar. Backstabber, direkt ausnutzen. Hardamon, ja. Hardamon war ich nie der, doch, ich glaube, als Bengel fand ich Hardamon auch ganz cool. Frage, wie finde ich den aktuell? Fand ich denn den aktuellen Stab ganz cool? I don't know. I don't know. Problem ist halt, ich vergesse immer die ganzen Namen. Von den Digimons. Digimons. So ein Gedächtnis wie ein Sieb ist. Es ist unglaublich manchmal. Fand nur Staffel 1 von Digimon toll danach. Nein, Quatsch. Quatsch. Man darf nicht immer meckern, nur weil sich Sachen verändern, Leute. Chill. Och, kacke. Nein, Digimon Kaiser ist Franz, genau. Ich wollte Digimon Kaiser werden. So. Fuck you. Fucking S. Na, oh Gott. Fucking STF, danke. Ich muss da bloß die Enchilada-Klatsche einmal durchführen. Und vielleicht reicht es ja dann auch schon für die 5 Sterne. Wird ja wohl möglich sein. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Enchilada-Klatsche wie aus dem Nichts. And that's it, guys. Wemon, genau, Wemon war ganz geil. Das Staffel 2. Wemon. Ach, schön. Ist halt nicht fantastisch. Wir sollten einen Digimon-Themen-Livestream machen. 2, 3. Nein. 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 So nicht, Herr Samoa Joe. So nicht, 2,9. Ich glaube, ich spinne. Fuck. Jetzt kriegt er seine Dreier-Kombo durch. Holy shit, Freunde! 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 Wir haben ein Problem. Ein leichtes. Let's play mal ein Digimon-Spiel. Ich habe tatsächlich im Stream eine Zeit lang Digimon Xeno. Ne, wie heißt denn das? Nicht Xeno, das ist Dragon Ball. Das neueste, was vor kurzem, was vor ein paar Monaten auch in Deutsch rausgekommen ist. Habe ich hier im Stream Let's Play. Problem ist nur,
Da ist halt so typisch Japanomäßig alles voller Dialoge, die total unbedeutsam sind. Und ich habe nach 6 Spielstunden echt keinen Bock mehr, weil 80% des Spiels irgendwelche scheiß Dialoge sind, die mich null interessieren. Wobei das Kampfsystem echt Spaß gemacht hat eigentlich. Wie heißt denn das Digimon-Spiel dieses Jahr, was dieses Jahr rausgekommen ist? Im nicht-japanischen Markt. So, Pin. Reicht. Ich hab schon wieder vergessen, aber ich hab's auf der Platte. So, komm. Jawohl. Ah, Franz, zum dritten Mal, was ist mit One Piece oder Fairy Tail? Auch alles nicht geguckt. One Piece nur teilweise. Null Erinnerung. Digimon und Pokémon ist im Prinzip das Einzige, was ich damals geguckt habe. Cyber Sloth, genau, das ist das. Cyber Sloth. Achso, Musik, Entschuldigung. So, dann machen wir jetzt schnell noch den Eingriff. Ist auch nicht. Na komm, ich will. Nein, ich hab noch. Egal. Egal, sorry. Mein Fehler wieder. Wunderbarer Elbow Drop. Scheiß Fliegen, geht weg. Ich weiß, ich muss hier aufräumen. Mann, ey, komm, jetzt machst du hier schnell den guten alten Backstabber und dann reicht er aber auch. Dann kannst du bitte aufstehen, Orlando. Danke. Cosmo und Wanda habe ich geguckt, aber Cosmo und Wanda ist ja kein Anime. So, ja genau, der Rest war dann bei mir dann noch eher Super-RTL-Zeit. Hier, Disneys Wochenende, wie heißt denn das nochmal? Da habe ich viel geguckt. Oder, hey Arnold. Oder hier, der Andy, wie heißt der nochmal? Der Prank-Andy. Spawnshop ganz viel. Wochenend-Kids, genau. Große Pause auf hier, klar. Das waren so meine Dinge. Wie, keine 5 Sterne? Ach, ist doch kacke. Andy Larkin, genau. Was gab's denn noch alles hier? Diese Anaconda, wie ist die denn nochmal? Wie ist denn nochmal diese Anaconda, Bitch? Angela Anaconda, genau. Boah, voll creepy, Mann. Richtig creepy. So, Jason Jordan angreifen, das muss doch wohl irgendwie drin sein. Gegen irgendeinen komischen Dude aus meiner Freundesliste, muss durch einen Patch irgendwie resettet worden sein, meine Einstellung. Was gab's denn noch so? Thema hatten wir vorhin, uns Studenten, haben uns an diese eine Sendung erinnert, wussten den Namen nicht, später haben wir herausgefunden, es war der Super Toy Club, diese gesponserte Sendung von Toys R Us, wo man am Ende dann irgendwie durch den Toys R Us laufen konnte und sich ganz viel in den Einkaufswagen packen konnte. Ich weiß nicht mehr das komplette Konzept, aber daran erinnere ich mich noch so dunkel. Oder den Tigerentenclub oder so ein Scheiß. Guck mal, wir waren lange nicht mehr Backstage, ne? Ach du Kacke. Jetzt verlieren wir gleich wieder auch noch gegen Jason Jordan. Da war ich mal gewesen. What? Beim Tigerentenclub, ach so, ich dachte jetzt beim Super Toy Club. Konntest dich da bereichern am Spiel. Yu-Gi-Oh! Habe ich viel geguckt. Ey, in der dritten Klasse habe ich alle abgezockt mit meinem Yu-Gi-Oh! Deck. Aber dann hat es auch aufgehört. In die neue. Oh, das ist doch kacke. Art Attack, ja. Ich erinnere mich noch, bei Art Attack hat der Typ irgendwann mal so ein. Wie ist denn das? So ein Ding gebaut. Aus einer Klopapierrolle. Ach, ich habe vielleicht wieder verloren. Ihr seht, wieder kommen. Ja, wie soll man das sagen? Man hat die so in 3 Teile zerschnibbelt. Und hat auf jede. Man hat so rundherum um die 3 Teile hat man so Zahlen geschrieben und hat man einfach den Turm aufgebaut von den 3 Teilen und hat man im Prinzip so einen Code gehabt und den hat man dann vor seiner Zimmertür gestellt und wenn jemand dann in Zimmer reinging, dann wurde dieser Turm umgeschmissen und dann müsste man vorher, oder man müsste halt den Code wissen, um halt zu überdecken, dass man in dem Raum drin war. Das heißt, konnte dann sehen, okay, der Room Code, wie bei Jackbox, ist geändert, als ich nach Hause kam. Irgendjemand war in meinem Zimmer. Das kann so nicht sein. Ich verkacke hier jeden Konter, ihr merkt schon. Hat meine Mutti einfach mein Bett gemacht? Das geht ja wohl nicht. Ach ja.
Aber für den Rest, ja, mit Papaschee habe ich noch ein paar Sachen gemacht. Ich glaube, mein eigenes Sparschwein gebastelt. Aber das war dann schon das Ende meiner kreativen Auslastung. Detektiv Franz, genau. Das war dann so das Ende. Alter, war richtig geil. Oder Fingertips. Fingertips, Leute. Dieser eingekaufte Sendung. Jimmy Neutron, Conan habe ich auch viel geguckt, stimmt. Ist ja auch noch ein Anime, hat tatsächlich viel geguckt. Geil, doch noch irgendwie gewonnen. Simpsons. Ja, habe ich nicht so viel geguckt, aber Simpsons ist ja auch weniger eine Kinderserie. Obwohl es eigentlich. Wow, die Entdecker-Zone. Stimmt. Ach man, Leute, ist das nicht fantastisch? Habt ihr die aktuelle Staffel von South Park schon angefangen? Die Member Berries? Das könnte man auch zu den ganzen Sachen alles sagen. Member Digimon? Oh, I member. Member Pokémon? Oh, I member. That was so cool. Member Disneys große Pause? Oh, I member. Guckt euch die aktuelle Staffel von South Park an. Sehr nice. Ich glaube, Staffel 20 oder so. So, natürlich gegen Baron Corbin. Wir haben keine Fehde. Ich glaube, wir kriegen keine Fehde mehr. Dieses Spiel hasst uns einfach. So. Das Spiel hasst uns einfach. Baron Corbin, Samoa Joe. An welcher Stelle ist denn Jason Jordan? Ich weiß es nicht. Na gut, Freunde. Das war's dann. Ich glaube, ich könnte mittlerweile fast die Folgen anders titulieren. Nicht mehr mit meiner Karriere als ersten Titel, sondern als Laber-Episoden titulieren. So als Gameplay-Videos, wisst ihr, wie ich meine? Von wegen, man labert über ein bestimmtes Thema. Ich weiß es nicht. So. Oh, I remember. Aussehen. Ich glaube, das probiere ich vielleicht sogar mal. Wenn ich Zeit habe. Wir können mal Eigenschaften und dann können wir auf 100 gehen. So, jetzt sind wir der Promo-King, sind trotzdem noch scheiße. Mach mal PPAP, Franz. Ich habe keine Ahnung, was er meint. So, das war's. Wir sehen uns dann demnächst wieder, morgen wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, mal sehen, bei einer weiteren Folge von 2K17, meine Karriere. Dann muss ich cool, Apple Gauss, euer Franz, euer Franz, bis zum nächsten Mal, rein und ciao!